Kleine Warnung, dies hier ist ein Reupload von einem Video, was ungefähr 2 Jahre her ist. Ist auch nur ein Ausschnitt davon, also keine großen Erwartungen, da kommt jetzt nicht mehr viel. Bevor das Video startet, muss ich euch aber kurz die Vorgeschichte erklären. Nämlich, habe ich mal ein Video rausgebracht, wo ich dieses Bild benutzt habe. Smoke weed every day. Jedenfalls kennt mich der Typ, befreundet sind wir jetzt nicht, aber er meinte so zu mir: Bist du bescheuert, nimm das Video sofort runter! Sonst zeig ich dich an! Und ich so: Nee, deswegen hat er seinen Bodyguard geholt. Ja, lieber Peter, dummes Geburt, dir habe ich ja schon geantwortet, weil da ich ja weiß, wer du bist und ich weiß, dass du ein Freund von Hendrik Pieps bist, gehe ich mal näher drauf ein. Es könnte sein, dass ich den lieben, werten Heinrich mal in ein paar Videos gedisst habe, dann habe ich völlig unerwartet via WhatsApp ein paar Sprachnachrichten von ihm bekommen, aber nicht wirklich von ihm, sondern von seinem Bodyguard. That's it, I gotta get out of town till I can find a bodyguard. Bodyguard, huh? I might be able to help you out. You don't understand, mister. I need protection from the scariest guy in town. Here's his picture. He doesn't look so tough. Ich muss alles rausnehmen! Nee, hab ich natürlich nicht getan. Meine Antwort kommt jetzt. Ach, ich bin in Videos auf jeden Fall nicht strafbar. Und ja, keine Ahnung, warum du mich jetzt zusammenschlagen willst. Ich hab dir persönlich nichts getan. Wenn du denkst, ja, du musst jetzt die Schutzrolle spielen. Meiner Meinung nach kannst du das gerne machen, kannst dich gerne totschlagen. Die Videos bleiben online. Und jetzt noch einmal nur für den RTL-Digger-Counter. Hab den Kollegen, Digga, ich finde ein paar Sekunden aus und ein kleiner Wasser, Digga. Ich komm von dir vorbei, warte, bis du nach Hause kommst, Digga. Und klatsch dich richtig um die Lungen, Digga. Sagt es dem Bizeps, Digga. Ich gebe dir heute die Gelegenheit, das aufzunehmen. Wenn ich erfahre, dass es heute immer noch drin ist, Digga, diese Videos, Digga, dann stehe ich spätestens morgen vor deiner Haustür, Digga. Guck, auf welche Schule du gehst, Digga. Das wird auf jeden Fall Konsequenzen für dich haben, Digga. Auf jeden Fall. Hat gesagt, dass er dich zusammenschlagen will, Digga. Ich werde dich halt. Moment mal. Wer hat gesagt, dass er mich zusammenschlagen will? Digga, ansonsten komm ich morgen vorbei und fick deine Fresse. Ich komm vor dir vorbei und klatsch dich richtig und ich mach mich strafbar. Spätestens, wenn ich vor dir stehe. Ich glaube, das habe ich mir ausgedacht. Hat gesagt, dass er dich zusammenschlagen will, Digga. Ich werde dich einfach nur besuchen, Digga. Ich werde mit dir quatschen. Ganz einfach, mir egal, Schwanz, was das ist, Digga. Verstehst du? Deine einzige Chance, Digga. Ich bin auch jemand, den Hendrik gerade eben jetzt kennengelernt hat, Digga. Und ich das für ihn kläre. Kläre! Weiß auch gar nicht, welchen Arsch schwebt, deswegen mich im Video aufschätzt. Können wir Digga. Pichu, Alter. Siehst aus wie so ein richtiger Hund. So, guck mal deine Fotos an, Alter. Egal, Digga. Mir ist das in der Schwanz, Digga. Geh jetzt auch wieder nach Hause. Also, nach Hause zu Mami, der kleinen Sch**e, die gerade für dich anlaufen geht, du. Lieber Peter, lieber Hendrik und natürlich auch lieber... Warum ich das Video nochmal hochlade? Ein Wort. Provokation. Ich habe so das Gefühl, dass einige denken, dass ich hier immer der Buhmann bin. Dabei kämpfe ich mit Humor, meiner Meinung und Argumentation gegen Leute, die mit ernst gemeinten Beleidigungen, Drohungen, Lügen und Heuchlerei kämpfen. Wenn man das mal so betrachtet, weiß man, glaube ich, sehr schnell, wer hier wirklich der Böse ist. Das war's wieder von meiner Seite. Prostitution, ich bin raus. Ach ja, und Hendrik. Hunderte Schellen reichen nicht. Du bist am Arsch, du Kind Hunde, die Bellen beißen nicht. Berlin bleibt hart und die Bullen sind wieder heiß auf mich. Mann, jeden Tag seh ich den gleichen Mist. Ich sag dir was, Hunde, die Bellen beißen nicht. Ich werd meinen Bruder holen, der wird dich so zusammenschlagen, du kommst ins Krankenhaus, du elendiger Bastard. Ich werd dein Leben zerstören, du Hurensohn.